diese Regen. Der Donnerstag ist meist trocken. Es wird etwas kälter. Fege und für die Rohrnudeln. Ich komm dann schon wieder schauen, ob alles seinen richtigen Gang geht. Man hört ja so allerlei. So, was hört man denn? Der neue Großknecht soll ja ein recht fescher Kerl sein. Ich mein, du weißt, das Glück von der Agnes liegt mir schon recht am Herzen. Ja. Und ihr Vater hat mir ja vor seinem Tod das Versprechen abverlangt, dass ich auf sie schau. Ja. Und er hat ja auch verfügt, dass, falls kein Erbe auf dem Hof sein sollt, ein Wald und ein Großteil vom Grund die Kirch erbt, gell? Darum wär's mir ja nicht. Ach, nee? Na, ich schau halt lieber rechtzeitig nach dem Rechten. Schauen Sie nicht mehr vorbei, Herr Pfarrer. Bringt ein bisschen Abwechslung. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Sie kriegen ja immer eine Rohrnudel und einen Kaffee von mir, gell, Herr Pfarrer? Komm, das nicht. Oh, ist der dieser Schinderei? Also, die Erntezeit, die soll der Teufel holen. Da schwitzt man gleich das Hirn raus. Ja, wenn man eins hat. Ach, da schau her, unser Austragler. Selber lasst er sich die Sonne auf dem Bein scheinen und uns möchte er frotzeln. Wenn wir im Schweiße unseres Angesichts unsere Arbeit verrichten. Nein. Und den ganzen Tag werkeln und schwitzen, da möchte er uns frotzeln. Na? Und selber nix wie ein Blödsinn in den Kopf. Letztens hat er mir eine tote Maus ins Bett gelegt. Ah, da wärst du ein Juchzer da haben, hä? Das kannst du denken. Geschrien habe ich wie ein Jochgeil. Ja, aber Gott sei Dank hat dich ein starkes Mannsbild gehört und hat dich dann bis um 4 in der Früh getröstet. Woher weißt denn du das? Weil ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht hab. Vor lauter Lachen. Also, weißt du, hier's. Ein Hundling bist du schon. Nichts wie ein Blödsinn im Kopf. Was tut man nicht alles im Dienste der Nächstenliebe? Na, sag einmal, hier's. Hast denn du während der Erntezeit nichts anderes zum Tor, als da umeinander hocken und Zeit totschlagen? Ja, du sag einmal, ist vielleicht das ganze Ding in keiner Arbeit, hä? Meinst grad, du tust was, hä? Wärst dich schon nicht überarbeiten, alter Krauderer. Du geil. Wackeliger. Schau lieber, dass du Brotzeit herbringst. Obrin die Brotsuppen. Na, sag einmal, was willst du denn du ein, ha? Wie redst du überhaupt mit mir? Ich weiß, so wie man halt mit deinesgleichen redt. Da, schau dich da hoch, sieht man doch sofort, dass dir die verbrennten Zwiebeln im Hals stecken geblieben sind. Matthias! Crescentia! Pass nur auf, dass dir das nicht einmal leid tut, wenn du mich so saublöd anredst, gell? Ja. Schleichte, Hausottergiftige. Sind's Dinge, war bei dir keine Arbeit. Der sollte man doch aufs Hirn klopfen, bis er reinsagt. Hier's, du weißt es doch eh, dass die Bäuerin große Stücke auf sie hält. Ja. Also treib's nicht zu bunt. Womöglich bringt sie dann nun dein Gnadenbrot. Okay, nein, so undankbar ist die Bernhoferin nicht. Ja. Da kenne ich die Agnes zu gut. Trotzdem bist du bloß ein Knecht im Austrag. Hast nichts Geschlimmes in der Hand. Braucht's auch nicht. Da waren wir nicht so sicher. Du, ich hab ihren Vater selig seinerzeit aus dem Wasser gezogen. Ja, wie wir am See draußen beim Sturm die Fischnetze reinholen wollten. Die waren bald selber abgesoffen dabei. Ja, das hast du uns doch schon mal erzählt. Ja, und damals hat mir der Bernhofer hoch und heilig versprochen, dass ich da auf dem Hof einmal einen Ausdruck krieg. Und das war sein Agnes. Ja, und wer sich dran halten? Ja, wollen wir's hoffen.
Aber weißt schon, Undank ist der Weltenlohn. Okay, da hab ich keine Angst. Die Agnes ist ein rechtschaffener Mensch. Auf die ist Verlass. Ja, aber dass sie immer nur ledig ist, das verstehe ich nicht. Das ist doch ein fest Schweiberleid. Ja. Mei, ihr werdet schon keiner schick nur und reich nur sein. Nein, nein, ums Geld ist der nicht. Das hat's selber. Es war halt noch keiner da, der ihr gefallen hat. Aber wenn einmal der Richtige vor ihr steht, dann könnte schon sein, dass... So einer wie ich meinst, ha? Ja, du warst gerade der Rechte. Also da müsstest du schon anders Mannsbild sein. Na, vorher noch vielleicht nicht. Mir schon. Also glaubst das? Aber unser Großknecht, der Leonhard, der macht schon andere Figur. Da bist du bloß ein nötiges Bierschall. Dankeschön. Sagt's einmal, ihr zwei, habt's denn hier keine anderen Probleme, ha? Ja, man sorgt sich halt um einen ledigen Hof. Ja, wir haben da unseren Dienst und wer weiß, in was für Hände noch kommt. Das hat euch nicht zum Bekümmern. Das wird sich alles noch finden. Ja, der Humbauer, der schleicht doch eh schon alle Dammerlang umeinander wie ein Fuchs ums Haus. Ja, der hat doch dafür gesorgt, dass wir bis jetzt bloß lauter alte Großknechte am Hof gehabt haben. Ja, und wenn sie überhaupt nicht heiratet, dann fällt der Hof ihm zu. So, und gleich. Und die müssen es ja wissen. Wer so ein Bürgermeister? Erstens ist er ihr Vetter und außerdem soll das der alte Bauer in sein Testament so verfügt haben. Während da schon wieder die Leute ausgerichtet hat, schaut ihr, dass sofort eine neue Arbeit kommt. Christens, was ist denn jetzt mit der Brotzeit? Ja, die Leute warten am Feld draußen. Ah, warten sie schon. Da sollen sie mehr arbeiten, dann denken sie nicht so viel ans Essen. Jetzt geh weiter. Alte Brotsuppen fahren Brotzeit her, die Ernteleute warten drauf. Die zwei müssen wieder aufs Feld raus. Zuerst muss ich die Kartoffeln dämpfen für Zeit. Tja, so mag ich's. Ja, freilich. Erst Zeit und dann die Leute. Glaubst du, dass der Garmerkant ist? Ja, lass dich nur nicht aufhalten, Michi. Aber eins musst du merken, der ja gut ist aus Gusseisen. Ja, der kommt bloß der Teufel mal einen Kram umdrehen. Und da müsst ihr ja zuerst beim Dreschflegel ein Meiter schlagen. Ja, verflixt die Weiberwirtschaft! Wenn's grob ist, hast du erst recht kein Glück bei ihr. Musst ja ein bisschen schön tun. Ja, freilich. Und mein Bart streichen. Dann fordert's die vielleicht gleich ab. Mit die Seil. Doch! Ruhe ist jetzt, gell? Schau's lieber, dass er fein rauskommt. Blutsachsen? Also lang warte jetzt nimmer. Hey, du da drin, wir haben unsere Zeit nicht gestellt. Jetzt fahr eine Brotzeit her, wir müssen wieder aufs Feld raus. Nur nicht so gach, großmauliges Knechtel, gell? Zuerst das Viech, dann der Bauernmensch. So ist der Brauch. Na wart, dir hilf jetzt den Schuh rein, du Geizgrund, du. Gib die nicht, Michel, sie kann nicht anders. Ach so, hat's wieder Wurzeln. Aber der neue Großknecht, der werde die Wadel hoffentlich für ihn richten. Da, pass auf. Was hast du gesagt? Nix. Hab ich da nicht gerade Großknecht gehört? Ja, vom neuen Großknecht reden wir, der, wo die Tag eingestanden ist. So, von dem. Und was wird da schon wieder geredet? Ich leid das nicht. Ja, nur Gutes, nur Gutes. Aber ich mein, der Leonhard war grad recht für den ledigen Hof. Und der Bayerin gefällt er auch. Was? Was hör ich da? Ja, hast du schon recht gehört? Sie meint, der Bayerin gefällt er auch, der neue Großknecht. So, da weiß ich aber nichts davon. Und will ich auch gar nichts wissen. Wer weiß überhaupt, wie lange das der bleibt? Zu jung ist er. Voll zu jung. Okay, was redst denn da? So jung ist der auch nicht mehr. Im besten Alter halt. Es wird doch auch einmal ein jüngerer Großknecht am Hof sein dürfen. Genau. Nix da. Ich hab's ihrer Mutter, Gott hab sie selig am Sterbebett versprochen, dass sie auf ihr einziges Kind aufpasst. Und kein Mannsbild am Hof lasst, wo der Bayerin gefallen kann, gell? Stark bist! Überhaupt, was war denn dies für ein Gerät? Seit wann darf denn ein Knecht die Augen aufschlagen zu einer Bayerin? Das kann ganz aufs G'schau. Schaut ihr lieber, dass rauskommt aufs Feld? Das ist gescheiter. Ja, und jetzt das ja auch nicht reizen. Weil sonst speibt er wieder Gift und Galle, unser herziger Drachen. Boden weg, sonst batscht's. No. Sei froh, wenn die noch einer anrührt. Na, bestens, da bist du. Ja, der Humbauer.
Ja, für dich, Allerweiner, Herr Bürgermeister. Ist schon recht humbar. Ich meine natürlich, Herr Bürgermeister. Ja, ich komme zur Kreszenz. Ja, Bürgermeister, was gibt's? Ich muss mit dir reden. Schick mal die anderen weg. Haben denn die keine Arbeit nicht? Na, freilich. Brotzeit aufs Feld tragen, sind eh schon gespart drin. Da schau her, jetzt auf einmal. In der Küche liegt alles, könnt ihr es euch selber nehmen. Und dann schaut, dass ihr aufs Feld rauskommt. So pressiert es uns jetzt auch wieder nicht. Hast nicht selber gesagt, erst kommen zwei. Geht's ihr zwei gleich einmal an Arbeit, aber mach. Und du gehst in den Stall. Jesus, man kann schon meinen, der Kaiser von China ist auf Besuch da. Da weiß bloß der Schofheim von der Gmur. So, Bürgermeister, jetzt sind wir allein. Und? Was gibt's? Schlechte Neuigkeiten hört man über den Hof. So? Warum? Na, Dienstboten haben keinen Respekt mehr vor eurer Weiberwirtschaft, sagt man. Auf den Hof gehört ein richtiges Mannsbild her, sagt man. Also, das verstehe ich jetzt aber nicht. Du sorgst doch seit 10 Jahren dafür, dass ich ja keinen Hochzeiter zur Agnes hinlasse. Ja, wer redet denn von einem Hochzeiter? Ein richtiger Großknecht muss her. Ja, den haben wir doch. Ja, den habt ihr freilich. Ja, sag einmal, begreifst denn du das nicht? Viel zu jung ist er und fest schon umdrein. Hast du schon gesehen überhaupt? Ach, den brauche ich gar nicht sehen. Mir glaubt, was geredet wird. Warum habt ihr denn nicht den genommen, den ich euch geschickt hab? Der ist doch gar nicht gekommen. Nicht gekommen? Nein, weil er marode im Spital liegt und seinen Kameraden hergeschickt hat. Ach, Herrschaft, Kreszenz. Warum hast du denn das nicht wissen lassen? Ja, ich hätte doch noch einen anderen gewusst, so einen rüstigen 60er, wo nichts mehr passieren kann. Das lasst sich doch jetzt nicht mehr ändern. Vor 8 Tagen ist er eingestanden und die Agnes hat ihn gleich aufgenommen. Ja, das ist kein Knecht für euch, sag ich. Hab ich mir gleich gedacht, dass dir das nicht gefallen wird. Also ein sauberer, fescher Knecht am Hof. Na, hättest halt dein Mai aufgemacht. Hast du ja sonst deine Schnader auch immer offen und bringst das nicht mehr zu. Da hätte sich doch nichts mehr geändert. Die Agnes hat ihn doch gleich eingestellt gehabt. Da hätte es Mai aufreißen auch nichts mehr genutzt. Und die Dienstboten sagen auch, ihr hättet gleich gefallen. Na, so ist recht. Weil so ist man nicht gedacht hätte. Ein Basei hätte also gleich gefallen, sagen die Dienstboten. Ja, ja, na kenn ich mich schon aus. Na weiß ich schon, wie viel das geschlagen hat, wenn Dienstboten einmal reden. Ich werd einer schon das Mai verbieten. Ja, und hinterrücks reden sie und flüstern sie umso mehr. Ja, wo einmal heimlich da und heimlich geredet wird, da ist dann schon gleich mal was drauf, verstehst? Nein, das glaub ich nicht. Die Agnes findet überhaupt an keinem Mannsbild mehr gefallen. Da kenn ich's viel zu gut. Ja, du hast doch gerade gesagt, dir hätte gleich gefallen. Naja, vom Gefallen an der Arbeit bis zum Gefallen an der Liebe ist nicht weit hin. Naja, aber so geht's, wenn man sich nicht alle Tag umschaut um seine Verwandtschaft. Weil's bei dir mit der Verwandtschaft schon so weit her ist, gell? Ein weitschichtiger Vetter bis zur Agnes. Ja, no, man kümmert sich halt. Mhm. Ja, schau, war ich nicht gewesen, wie die alte Bernhoferin und der Vater von der Agnes gestorben sind, dann war der Hof bald auf Gant gegangen. Aber ich hab schon geschaut, dass es Sach beieinander bleibt und hab den Hof noch nie mehr bewirtschaftet. Ja, ja, mein Liebe, so bin ich. Und alles mein Beiseits hier. Was du für einer bist, das wissen wir schon. Hättest du am liebsten gleich ganz um den Hof angenommen, gell? Wenn dir die Agnes nicht gesagt hätte, wer da anschafft. So musst du reden. Ausgerechnet du. Na, da wird's bald vorbei sein mit uns zwei an einem Austragstüberl am ledigen Hof. Kommt leicht sein, dass sie die Agnes noch anders besinnt. Auf einen hiesigen vielleicht. Und mein Burm heiratet. Ach, der Damerl. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, hä? Das war doch kein schlechter Zusammenstand nicht. Jetzt pass auf, Christus. Wenn du das fertig bringst, dass mein Bub und die Agnes ein Paar werden, ja, du, dann hast du den schönsten Ausdruck da am Hof, das sag ich dir. Ja, du musst nur schauen, dass du den Burschen vom Hof bringst. Ja, er beißen raus und redet der Bäuerin gut auf mein Dammel zu. Ja, dann hast du auf deine alten Tage ein Dach über dem Kopf. So war ich der Humber auch bin. Und jetzt. Vierte Gott. Rindviechblitz. 10 Jahre hat's geheißen, dass ja kein Mannsbild zur Agnes hinlasse.
Und jetzt soll ja auf einmal der damische Dammerl gefallen. Nein, ja nicht einmal ich. Wenn mir sogar der Hirsch noch lieber. Au! Mein Schädel! Schickt er recht! Schüttelt's da wenigstens einen Rest vom Hirn, den du vielleicht noch hast, ein bisschen durcheinander. Wir haben fein gekocht. Was wollt denn ihr überhaupt noch da? Sollt schon längst auf dem Feld draußen sein. Salzfassel suchen wir. Finden's aber nicht. Aber vielleicht hat's ja der Humbauer mitgenommen. Für was braucht denn der Humbauer ein Salzfassel? Sei dann mal einsalzen. Nicht, dass er nomadig wird bis zur Hochzeit. Sackerl! Ihr habt's also doch gehorcht, ihr sauter Arsch! Freilich? Man möchte doch wissen, wie man das anstellt, dass man zu einem guten Austrag kommt. Du, unser Eins wird auch einmal so ein alter Tatzelwurm wie du. Pass auf! Sag mal, du! Hey, was ist denn da los? Ich hab da schon vor Kirchweih gekraft. Ja, nur dazu die Weiberleit. Sagt's einmal, gebt ihr gar nicht mehr aufs Feld. Bleibt warten auf Brotzeit. Jetzt ist der Großknecht. Grad wollten wir gehen. Es sind sozusagen schon gar nicht mehr da. Kannten schon längst draußen sein am Feld. Aber sie gehen ja nicht. Bloß da umeinander hocken und Leid ausrichten. Das kennen sie, die zwei. Also, auf geht's weiter. Da wird wart nicht. Wenn die Leute am Feld sind, hockt mir da keiner am Hof umeinander. Sonst habt ihr das letzte Mal Brotzeit dran. Was das gehört ist, der tut ja schon fast wie der Bauer. Sag, was du magst. Mir gefällt er. Und der Bayerin gefällt er auch. Das ist nicht wahr. Das putzt euch bloß ein, gell? Und dass man da ja nichts weiter dran wird, verstanden? Nein, grüß dich, da mal nicht täuschen. Du, ich hab auch Augen im Kopf. Aber ich sag nichts. So. Und was weißt denn du schon wieder? Ich sag, dass ich nichts sag. Werd ein gescheiter sein. Hm. Da drin ist deine Brotzeit, hock dir eine dazu. Geh schon. Weil sie essen braucht man keiner anschaffen. Ich hab allerweil einen Appetit. Ja, das heißt bloß bei dir nicht. Ja, weil du schlagst mir schon narrisch auf den Magen. Meine heilige Mutter Gottes, hilf, dass ich nicht durch eine falsche Einheirat meinen Austrag verliere. Sonst gibst du mir auf der Steige drum Kerzen wieder, die ich da neulich gestiftet hab, gell? Ja, zehn, um Gottes Willen. Mit wem schimpfst denn? Ist doch gar niemand da. Ja, geht auch niemand was an. So? Mich auch nicht? Ja, weißt, Bayerin. Also raus mit der Sprache. Was gibt's? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich's dir sagen soll. Frag ich danach, damit du mir die Antwort schuldig bleibst. Kann aber sein, dass dir die Antwort nicht gefällt. Wenn's eine Sache ist, die mir was angeht, dann hast du was zum Sagen. Ich trag das auf. Du hast mir's auch geschafft. Red, was gibt's? Also gut, dann sag ich's frei raus. Der neue Oberknecht, der gefällt mir nicht recht. Was der Leonhard? Warum? Er taugt nicht, sagt der Humbauer. Der Humbauer? Ja, wieso? Macht er seine Arbeit nicht recht? Ja, das schon. Dann ist er auch recht auf seinem Platz. Aber ich fürchte, er vertrat die Madel allesamt an Kopf. Was, allesamt gleich? Das war freilich nicht recht. Aber du bist ja die Obertieren, setzt dir heute die Käpp wieder zurecht. Oh mein, wenn das so einfach war. Zinzi, merk's schon, er passt da nicht. Na, er passt nicht zu uns. Also das findet ihr jetzt wieder nicht. Ich finde, er passt sogar recht gut zu uns. Also weißt, die sonst bei uns am Hof sind. Ja, die sind ja alle recht schön und gut. Aber es kann nichts schon, wenn sie ein bisschen jünger und sauberer werden. Tun weg, Agnes. Die Dienstboten fangen schon zum Rehen an. So? Was redest denn die Dienstboten? Na ja, dass du an ihrem Gefallen finden kannst. Dass du auch nicht aus Holz bist und dass da vielleicht mehr draus werden kann. Sonst. So. Das redest Leid. Ja. Und dass er vielleicht noch mehrer werden könnte, sonst. Vielleicht gar Bauer. Du, das ist verernst. Okay. Sollte ich mich vielleicht ärgern über so ein dummes Gerät? Gib ihn weg, Agnes. Dann haben die Leute nichts mehr zum Reden. Sind's jetzt Psindi? So gerne sonst auf dein Rat her, aber diesmal hast du dich gehört. Wenn einer seine Arbeit recht schaffen tut, und das tut er, dann darf er auch bleiben. Ein fleißiger Knecht ist mir lieber, wie so ein einfältiges Geschwätz. Ja, das schon. Kein Wort mehr,
Der Leonhard bleibt. Jawohl, der bleibt. Herr Leonhard, was führt denn die vom Feld rein? Frühstinkel, die sehen's. Ja, nachschauen, ob meine Papiere schon da sind. Also. Da war ich noch nicht. Wir nur auf der Gemeinde liegen. Aber dein Dienstbierer lässt mir ja schon geben. Das läuft uns Zeugnis, wenn halt schon da waren. Pressiert nicht. Vorstrafen wirst du ja keine haben. Nein, grüß nicht. Es ist bloß wegen einem richtigen Einstand. Jetzt bin ich schon 8 Tage da. Für mich bist du schon richtig eingestanden. Bei mir ein guter Handschlag. Ja, aber Schnaps haben wir noch keinen miteinander getrunken. Das holen wir jetzt gleich nach, weil du schon da bist. Grässens, bring einen Wacholder. Hä? Ein Wacholder sollst du bringen. Ein Schnaps? Für den da? Da reiht er mich ja gleich. 8 Tage sind es erst, dass du da bist bei uns. Mir kommt schon viel länger vor. Ja, mir auch. Und? Wie gefällt es dir auf meinem Hof? Kann man sich jetzt besser wünschen. Ich bin auch zufrieden mit dir. Wir werden gewiss gut auskommen miteinander. Und Leonhard, mach da nichts draus, wenn die anderen ein bisschen aufsässig sind. Das kommt überall vor. Solange du nichts gegen mich hast, frage ich nicht danach. Recht hast. Reden dann die Dienstboten über jeden, der neu einsteht. Besonders die Grässens. Kommt da mit so einem einfältigen Geschwätz daher, aber ich hab's ja gleich gegeben. Was hast du denn vorgebracht gegen mich? Du tatst alle meine Dirndl an den Kopf dran. Was? Da weiß ich nichts davon. Lass reden, Bayerin. Ich schau mich gewiss um keinen Jungen. Nicht einmal um die Grässens? Nein, um die gewiss auch nicht. Aber auch um keine andere. Das war mir recht. Weißt, ins Gerät kommt man gleich. Aber die Hauptsache ist, wenn nichts dran ist, dann kann man leicht drüber lachen. Mir ist ja gerade so gegangen. Hast vielleicht auch schon gehört, dass ich dir gut sein soll? Gebärin. Ich hoffe, du hast nicht laut geträumt und im Schlaf geredet. Gebärin, das meinst du doch jetzt nicht im Ernst. Am Ende warst du gar beleidigt drüber. Du magst dazu lachen, dir steht's gut an. Aber mir steht sowas nicht zu. Ich bin dein Knecht und wenn's dir freut nachher, mach dich nur lustig über mich. Warst du so arg, wenn die Leute über uns reden? Nein, was denken denn die Leute schon? Hast du nicht einen schönen Hof, 10 Rosen im Stall, eine saubere Sache benannt, wie es im ganzen Geil nicht leicht eins zum Finden ist? Meiner, den Leuten, die können so einbildnerisch sein und auf mir hoffen. In der ganzen Gegend geht das Gerät um, du willst ledig bleiben. Die Narren können doch nicht glauben, dass du dich über Nacht anders besinnst und alles wegen so ein Knecht, der vor 8 Tagen eingestanden ist. Ja, ja, das ist schon was mit den Leuten. Reden müssen's und wischen müssen's und alles glaubst zum Wissen. Und wenn's gleich gar nichts wissen und gar nichts dran ist, dann reden's am allermeisten. Aber bei dir war schon was anderes. Wen bleibt über uns reden? Weil ich Bayerin bin, meinst. Wenn's aber anders war, wenn ich bloß ein Dirn war auf dem Hof, hättest mir da nichts zum Sagen. Gebärin, wir kannst nur so fragen. Das tut mir hart mit der Antwort. Traust du nicht? Nicht trauen? Oh mein, da geht's mir schlecht. Dann muss ich dich halt kennenlernen. Und was ich bis jetzt kennengelernt hab, frei raus, mir gefällst. Das meinst du doch jetzt nicht ernst. Als Großknecht, meine ich, gefällst mir. Aber man soll keinen loben, sonst lasst er aus. Ich lass schon nicht aus, verlass dich drauf. Wenn ich arbeite, nachher lange richtig hin. Oder ich lass bleiben. Es redet ja keiner drei. Wenn du deine Arbeit richtig und gern machst, dann hat sie ja kein anderer zum Einmischen. Siehst Bayerin nicht, das gefreut mir meine Arbeit erst recht. Dann waren wir uns also einig, wir zwei. Und wenn's dir mal anders besinnst, dann lass mir's wissen. Vielleicht hast du mir ja mal was zum Sagen, was nicht jeder Herrn braucht. Nach Feierabend, da bin ich in meinem Wurzgartel bei meinen Blumen. Kann schon sein, dass er da beim Garteln hilft. Ja, komm mal, Leonhard, mit Freiz. Ah, Leonhard, da ist eins. Und jetzt geht's auf mit frischer Schneid. Jetzt der Schnaps. Und wie sind jetzt die zwei?
Zuerst schickt es mir einen Schnaps und dann ist keiner mehr da. Na ja, dann. Prost, Christkind. Mit dir trinke ich am liebsten. Ja, Christkind. Du saufst ja nicht schlecht. Was machst denn du da? Ein Schnaps. Nix da, da gehört der Bayerin. Ah, und du saufst ihn. Ja, weil es mir nicht gut ist. Ja, du, mir ist auch so schlecht. Was? Ja? Ja, ich glaube, ich hab den Brotzeitspeck heute nicht vertragen. Gut, dass ich das weiß. Ja. Kriegst in Zukunft bloß noch einen Schafskäse, gell? Was, den mag ich nicht. Du unterstehst dich. Dann brauchst du auch keinen Schnaps. Also hast denn du gar kein Erbarmen mit mir. Schau mich doch an, wie ich beieinander bin. Ich komme ja kaum mehr auf die Füße halten. Geht's dir wirklich so schlecht? Ja, noch viel schlechter. Also gut, dann meinetwegen, ja. Nimm mir mein Fall. Hey, sag doch wieder Kaiwi. Ah, ist mir schlecht. Du den Schnaps her, der gehört der Bayerin. Ja, und? Ja, gib's mir jetzt her. Ach, sag einmal, jetzt langt's aber. Da ist eh nicht mehr viel drin. Tatsächlich. Ja, du Saufaus, da ist ja bloß noch ein Nagel drin. Ja, den schenk ich dir. Crescentia, so ist Leben. Also, so ein Saufbruder. Schauen Sie! Prost, Crescentz. Herr Bürgermeister, was willst du schon wieder da? Ja, gell, da schaust. Was führt denn die heute zum zweiten Mal zu uns? Ja, weil ich gerade am Vorbeigehen bin, denke ich mir, bringst die Papiere da gleich selber vorbei. Was für Papiere? Na ja, der Großknecht, drübner Leonhard, so heißt er doch. Na ja, und wie kommen die in deine Hände? Ja, du bist schon gut. Ja, wir haben doch eine neue Vorschrift, dass alle Papiere von einem jeden, der neu einsteht, zuerst beim Bürgermeister zur Ansicht vorzulegen sind. Ja, du. Hast du keinen Most für mich? Freilich, was? Naja, und die Gemeinde von Ramos, das ist da, wo der drüben Leonhard zuerst im Dienst war, hat dann die Dokumente und Zeugnisse gleich ans hiesige Bürgermeisteramt geschickt. Verstehst du? Ja, ja, versteh schon. Aber warum hat denn der Knecht seine Papiere nicht selber in die Hemd, bis von eh und jeder braucht es? Ja, dass man gleich sehen kann, was einer für einen Leumund hat. Aha. Ja, und dass kein Bauer einen Knecht behalten darf, der keine Papiere hat. Und was hat er dann für einen Leumund, der Großknecht? Leider keinen schlechten. Die Zeugnisse sind einwandfrei. Der Leumund weist keine Vorstrafen auf. Aber hinter die Weiber soll er her sein, sagen die Dienstboten. Ja, ja, aber das könnte auch umgekehrter sein. Auf die Weise können wir ja nichts anhaben. Und anders auch nicht? Ja, das weiß ich nicht so genau. Aber wenn man die Crescentia dabei vielleicht ein bisschen helfen hat. Wie? Was weiß denn ich? Wenn die Papiere da, die ich dir zu treuen Händen übergib, zum Beispiel verloren getan, ja, dann könnte der Knecht nicht länger bleiben, wenn ich ihm keine Aufenthaltsgenehmigung ausstehe. Und in so einem Fall müsste er dann zurück in seine Heimatgemeinde und müsste sich neue Dokumente und Zeugnisse besorgen. Ja, ja, und das dauert mindestens 14 Tage. Ja, ja, ich verstehe dich schon. Aber wenn er dann wiederkommt? Ja, dann haben wir zwei der Liebe schon einen Riegel vorgeschrieben. Ja, wir müssen bloß alles dafür tun, dass die Agnes sich besinnt und mein Dammerl nimmt. Ja, das wird ein schönes Drumarbeit. Christin, jetzt pass auf, dass du verstehst, was ich meine. Die Dokumente da, die hab ich dir zu treuen Händen übergeben. Ja, ja, und so wie ich dich kenn, bist du ein vergessliches Weibsbild. Ja, hast du in deinem Hirnkastel nicht mal alle 7 Zwetschgen beieinander? Hey, jetzt wird's aber hinterher, wir fahren, wir sagten das. Ja, ich sag das. Also, du hast deine Gedanken nicht mehr ganz beieinander und die Dokumente da, die hast du verlegt oder verloren. Du weißt nicht mehr wie und wo, kannst dich auf nichts mehr besinnen, bloß noch, dass ich sie dir überlassen hab. Bürgermeister, ja, sowas nennt man ja Leitbetrug. Da darf ich mir ja Sünden fürchten. So, das war bei dir ein Betrug, wenn einer Acht drauf gibt, dass so ein schöner Hof nicht in unrechte Hände kommt. Ich will doch selber nicht, dass die Agnes so einen dahergelaufenen Knecht nimmt. Aber alles, was recht ist, gell? Es muss ehrlich zugehen bei dem Handel. Na, kümmert du dich nicht um die Ehrlichkeit. Du bist bloß ein Dienstbot.
du, was man da anschafft. Aber nur, wenn's rechtschaffen ist, gell? Ja, und wenn der Großknecht Bauer wird und die vor dir sitzt und die um deinen Ausdruck bringt, hä? Wer kümmert sich denn dann um die? Ach, um Gottes Willen. Ja, so weit wird's doch nicht kommen, oder? Ich mein, die Akten... Vertrau auf kein Jungs Weibsbild, das bis heute der Lieb abgeschworen hat. Wenn der einmal einer ins Auge sticht, dann brennt die Lichterloh. Ärger wie ein Strohhex an Sonnenwind. Ja, um Gottes Willen. Ja, was tue ich denn da, hä? Da. Verbrennte Papierfetzen sind eh bloß Duplikate. Die kann sich der Kerl leicht wieder besorgen. Na ja, und wir gewinnen dabei Zeit. Ein Leibhaftiger, führ mich nicht in Versuchung. Da, warum verbrennst du das denn nicht selber? Geh, Crescentia, überleg nicht lang. Dein Sohn soll es gewiss nicht sein. Gott zum Gruße. Herr Pfarrer. Ja, Herr Pfarrer. Sie haben doch Ihr Rohrnudel heute schon gekriegt. Es ist bloß, ich hab da einen Brief erhalten, der von größter Wichtigkeit ist. An das Pfarramt vom Preleiten, Herrn Pfarrer Segner persönlich. Von wem ist denn der Brief? Vom Pfarramt von Röhrmoos. Ja, was ist denn das? Jetzt hab ich ja das, was ich brauch. Crescentia, spitz deine Ohren. Da drüben an ihren Arsch, ein Großknecht. Ja, was ist mit dem? Ja, jetzt sag nur zu, was mit dem ist. Sehr geehrter Herr Kollege. Wieso Kollege? Damit meint er mich. Wie ich auf dem hiesigen Gemeindeamt erfahren habe, ist bei Ihnen in Preleiten ein Knecht eingestanden, der sich Trübner Leonhard schreibt und da hier in Röhrmoos vorher im Dienst war. Derselbige Knecht ist aber heimlich fort und hat eine Tochter unserer Pfarrgemeinde, die Kammleitner Teres, in Schimpf und Schande gebracht, indem er sie mit einem ledigen Kinde schmählich hat sitzen gelassen. Während das arme, unschuldige Ding im Kindbett lag. Ah. Ja. Das sind ja nette Neuigkeiten. Derselbige ist jetzt auf und davon und möchte sich gerne vorm Zahlen drücken. So wurde mir von der Kammleitner Waldburger berichtet, die Mutter des armen Mädchens ist. Nun bitte ich Sie zu veranlassen, dass ihm gleich die Alimente abgezogen werden, damit der Lump der Grundschlechte nicht alles verputzt. Für ihre einzige Tochter fordert eine tief erschütterte Mutter, die Kammleitner Waldburger Güterin zu Röhrmoos, Alimente. Hochachtend und so weiter. Also so einer ist es. Jawohl, so einer ist es. Ein Lump wie ein Buch steht. Hab ich's euch nicht gleich gesagt? Tu den Brief her, dann zeig ihn gleich der Agnes. Hat Zeit bis heute auf die Nacht. Bei mir daheim gibt's heute Schmalznudeln und ein Freibier. Weißt, wir haben die Ernte gut reingebracht. Und wenn sie die Bernhoferin zum Feierabend die Ehre geben darf, dann könnt ihr das Brief euch gleich selber geben. Ja, und eine frische Schmalznudel dazu, damit der Brocken nicht im Schlund stecken bleibt. Da wäre ich gern dabei. Und zum Sehen, wie der Brocken im Schlund stecken bleibt. Na, schon eher wegen dem Freibier und wegen der Schmalznudel. Herr Pfarrer, Sie sind doch selbstverständlich eitel. Dann bedanke ich mich schon im Voraus. Sie werden doch die notwendigen Schritte unternehmen. Ich kann mich auf Sie verlassen. Auf mich können Sie vertrauen wie aufs Evangelium, Herr Pfarrer. Gott zum Gruße. Ja. Wiederschauen, Herr Pfarrer. Und du möchtest der Agnes also die Schande selber überbringen? Ja, nur ich. Und nur ich. Und dass du mir ja nicht ratscht. Weil sonst setzt sie ein Dickschädel auf und kommt gar nicht zum Erntedanz. Ja, Bäuerin. Jetzt muss er Alimente zahlen, dein sauberer Großknecht. Na ja, und dem Lumpen kannst du dann seine Papiere auch gleich geben. Brauchst du das gar nicht mehr verbrennen. Es fügt sich alles so, wie wir das brauchen. Ja, Gott ist mit uns Tüchtigen.
so ein schöner Abend ist. Geh, Bayerin. Ja, Leonhard. Und das Glockenkleid. Wunderschön. Ich hab stolz zu dir, schöner Feierabend. Und zu dir. Dann wollen wir stark sein und warten, bis das Glockenkleid um ist. Ja, stark wollen wir sein. So, jetzt darfst du wieder reden. Mei, allweil redet man sich auch nicht so leicht. Auch wenn das Glockenkleid um ist. Und doch hätte man sich so oft was zum Song. Du hättest mir was zum Song? Ja, dann sag's. Darfst du ja schon trauen? Nein, das geht nicht. Geh. Okay. Hört doch kein Mensch außer mir. Ist doch noch keiner da? Ich meine, es wird schon spät. Es dunkelt schon. Geh mal lieber. Nein. Bleib und sag, was du mir zum Song hast. Vielleicht warte ich drauf. Bayerin, du magst mir's nicht leicht. Gescheiter wär's gewesen, jetzt bin ich gefragt. Aber wenn's drauf bestehst, nachher muss ich's doch halt sagen. Dass ich dich närrisch gern hab. So, jetzt ist heraus und jetzt kannst du mich auch vom Hof jagen. Aber geh! Warum soll ich dich denn vom Hof jagen? Du schickst mich nicht fort. Halt's mich bei der Hand. Ja, das muss ich schon. Sonst läufst man ja noch vom Hof vor lauter Lieb. Meinst du das jetzt ernst? Ja, Leonhard. Das ist mein völliger Ernst. Schau, was meinst du, wie es mir geht? Bisher habe ich jeden Gedanken an die Liebe ferngehalten. Nach dem Tod von meinen Eltern bin ich Bayerin geworden. Bayerin von dem Hof. Bin nur unter Aufsicht von der Kreszenz und vom Humbauer gestanden. Und habe schon gemeint, dass mir die Liebe niemals mehr begegnen wird. Nicht für Menschen möglich hätte es gehalten, dass man sowas für einen fremden Menschen fühlen kann. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte. Hauptsache, wir spüren's. Ja, weißt, bisher bin ich immer nur gewarnt worden vor den Mannsbildern. Hab nie was anderes gehört, als dass die Mannsbilder unser Verderben sind und dass es alle bloß auf meinen Hof abgesehen haben. Wer hat denn das eingeredet? Mein Vormund war's, der Humbauer. Ja, der muss ja wissen. Und die Kreszenz, die hat natürlich in das Gleiche Horden bloßen. So haben die zwei in der Gewalt. Ja, ich hab's geglaubt. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich dir auf einmal so vertrauen kann. Ich weiß bloß eins, Leonhard. Ich lass dich nicht mehr fort. Gar nicht mehr. Agnes, du. Jetzt ist es geschehen um mich. Und fällt der Himmel auf die Erden, ich heb nicht auf. Es ist bloß wegen wer kam. Ich will nicht, dass die Leute über uns reden. Aber gell, Leonhard. Alle sollen wissen, woran sie sind. Agnes! Alle sollen sehen, wie uns die Liebe begegnet ist. Komm, gehen wir noch ein bisschen. Jetzt machen wir Feier und gehen dies herum. Heute lassen wir es uns gut gehen, das haben wir uns verdient. Auf geht's! Aber nachher geht's auf. Holla di Ria, holla di O. Holla di Ria, holla di O. Die Kreszenz passt auf, dass am Hof nichts passiert. Die macht auf der Gesicht viel, dass das Blut in die Adern friert. Holla di Ria, holla di O. Holla di Ria, holla di O. Jetzt tut's mal nicht so viel umeinander hausen, gell? Morgen ist wieder Werktag, da hast du raus aus die Federn. Ja, da brauchst du keine Angst um. Zu deiner abbrennten Millisuppen stehen wir noch früh genug auf. Heute wollen wir lustig sein, nicht mit den Hähnen ins Bett wie du. Jawohl! Die Kreszenz schafft um, die Mächte noch am Mond. Doch findet sie der nicht, geht's alleinig ins Bett. Holla die Lia, holla die O. Holla die Lia, holla die O. Was der schneit, dann trauer mit mir. Ja, kein Schneid wer ich hab, mir geht's hier gut. Ja, hey! Na, halt, langsamer. Okay. So. Das ist gut.
Hörst du die Musik? Feierabend ist. Die spielen uns halt zum Verlöbnis auf, ohne dass sie es wissen. Komm, gehen wir. Agnes. Miteinander? Ja, miteinander. Jetzt gibt's kein Heimlichtor mehr. Ich bin die Deine. Agnes, hast du dir das auch gut überlegt? Komm, gehen wir zu den Leuten. Hör auf! Hör auf, ich kann nicht mehr. Zu Hilfe! Ja. Mein Gott, jetzt geht ihm schon der Schnaufer raus! Ja, die Bayerin ist da! Ja, dann können wir Brotzeit machen! Ja, freilich! Greift's nicht zu, Leute! Lebt's jetzt, Bayerin! Grüß dich, gut schön, die Bayerin! Wenn's magst, dann heirat ich dich vom Pflegweg! Ja, mei! Da musst du aber dazu, da, Michi! Bevor es zu spät ist! Ja, was sind denn da meine holden Augen? Ja, da hängt da schon einer dran. Aha. Ein Großknecht, ein Herrischer, der hat mir auch gefallen. Ja, sieh, schau wo. Du, da bleibt doch aber der Schnobi sauber, du Potifar. Ja. Der Knecht wird zum Bauer, das sei es schon gewiss. Ich hoffe, dass zum Schluss nicht noch so ein Glück drin ist. Holla, die Wischia, holla. Der Knecht bult sich weiß Gott was ein. Darf sie auch was einbulten? Du wirst doch nicht. Lass ihn sofort aus. Was auslassen soll ich denn? Ich bin ja froh, dass ich ihn hab. So, Leute, und jetzt wird weiter tanzt, weil heute gar so ein schöner Feierabend ist. Ach, ich kann euch noch nicht sagen, das Leben frei. Na, sag einmal, Agnes, hast denn du gar kein Schamgefühl nicht, ha? Das Sünden. Das Sünden darf ich mir fürchten. Statt bist. Ich will nichts mehr hören. So, jetzt ist es soweit, gell? Jetzt können wir schauen, was aus unserem Austrag wird. Okay, jetzt halt einmal deinen Schnabel, halt die Brummsumsel. Geh weiter, Michi, spiel zu. Jawohl, Michi, spiel auf. Auf geht's. Juhu! Da geht's ja lustig zu. Grüß Gott, Hochwürden. Hallo, Herr Pfarrer. Ja, Herr Pfarrer, was führt denn Sie heute Abend zu uns? Ich komme mit einem Auftrag. Die Bäuerin sollte fragen, ob sie nicht ein bisschen zum Bürgermeister zum Erntedankfest kommen möchte. Ja. Bei uns wird auch gefeiert, Hochwürden. Ja, die Sigi. Ja, wir haben uns bloß gedacht, dass die Agnes auch kommt, weil... Ja, die Moni hat heute was Besseres zu tun. Was Besseres als beim Bürgermeister ein Freibier und Schmalznudeln? Also, ich wüsste nicht, was da besser sein könnte. Ja, dann schauen Sie mal dann über, Herr Pfarrer. Da schauen Sie, der, wo da mit der Bayerin tanzt, das ist unser neuer Großknecht. Was? Ja, ich glaube, dass die Bayerin das Bessere schon gefunden hat. Du willst doch damit nicht sagen, dass... Dass der Bürgermeister zu spät dran ist mit seinem dänischen Dammel. Was sagst du? Ja, Herr Pfarrer. Was führt denn Sie zu so später Stunde noch zu uns? Eine Bayerin, er soll dir eine Einladung überbringen von deinem Vetter. Aber ich mein, da ist er schon spät dran. Jetzt seid ihr mal statt. Was gibt's, Herr Pfarrer? Der Bürgermeister lässt tatsächlich grüßen und lässt dich fragen, ob du denn auch ein bisschen bei ihm einkehren magst zum Erntetanz. Mei, das ist wirklich recht freundlich von euch. Aber schauen's, wir haben ja heute selber so eine schöne Erntefeier. Da möchte ich meine Leute nicht im Stich lassen, gell? Spur noch eins auf. Wir haben auch so Gaudi. Ein anderes Mal recht gern. Und dann, ich möchte nicht vorgreifen, aber er hat wohl noch was Ernsteres mit dir zum Reden. Ein Brief, wohl was Amtliches. Und den möchte ich dir gern vorweisen. Sagt er. Mei, hat denn das nicht bis morgen Zeit, Herr Pfarrer? Schauen's. Heute bin ich so gemütlich beieinand mit meinen Leuten. Auf die Bayern! Da möchte ich keinen im Stich lassen. Sagen Sie einem Vetter nichts für ungut und was er mir zum Vorweisen hat, das muss schon bis morgen Zeit haben. Heute, da war ich nur zum Singen und zum Tanzen aufgelegt. Sagen Sie ihm, die Liebe ist einzogen auf dem ledigen Hof und feiert ihren Einstand. Agnes, Herrin. Überleg dir, was du sagst. Ist vielleicht nicht wahr? Wahr ist freilich, aber... Nix aber. Die Wahrheit darf ja jeder hören. Ja, ich geh dann wieder zu meinem Gräucherten. Zum Humbauer. Für Gott, Herr Pfarrer. Und nix für ungut. Für Gott und Gott zum Gruße. Wiederschauen, Herr Pfarrer. Herr Pfarrer, warten Sie. Ich muss Ihnen noch was sagen, was ein Bürgermeister ausrichten soll, gell? Es ist nämlich so, Herr Pfarrer.
Geh weiter, Herr Pfarrer, und lass uns in Ruhe. Geh heim zum Bürgermeister und sein depperten Burg. Holla die Ria, holla die O, holla die Ria, holla die O. Der soll sein Bier trinken, das ist ihm vergönnt. Der trank das sein Burg, mein Bauer wird grün. Holla die Ria, holla die O, holla die Ria, holla die O. Also die zwei gefallen mir. Die gehen mir schön ins Ball ab. Ja, jetzt seid ihr aber überwürdig, ha? Gerade lustige seid. Ja. Ich kann das in mir eine Lumpe am Stecken. Aber der Junge spult und der Alte schnauft's nicht. Oh. Ich geh das schnell, was? Wisst ihr was, Leute? Wir ziehen jetzt durchs Dorf und da, wo wir da tanzen, muss ich hören, da gehören wir zu. Oh ja! Und da hörst du ja genau mit. Nein, ich bin heute nicht mehr gar so lebfrisch. Ich bin müde wie ein Schwammerl in der Sonne. Jetzt nur allein. Jetzt machen wir das ganze Dorf rebellisch. Leute, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja. Der Bayerin kommst auch mit dem Leonhard. Nein, nein, geht's nur zu. Aber kommt zwar nicht spät heim, dass euch morgen der Bettzipfel wieder auslässt. Nein, du brauchst keine Angst um Bayerin. In der Früh, da sind wir schon beim Zeig. Ja. Und jetzt reißen wir dabei den Haxen aus. Die zwei finden heute gar keinen Feierabend. Ja, aber ich werde mich bald in meinem Flohbauer verziehen. Ich bin recht schaffen müde. Ja, hast recht, Hirs. Morgen früh ist Nacht wieder umgehen. Ja. Ich gehe auch bald ins Bett. Mhm. Ja, dann schau ich noch schnell in den Rostall nach, ob da alles in Ordnung hat. Gute Nacht beieinander. Gute Nacht. Ja, Agnes, dann wünsche ich dir halt auch eine gute Nacht. Ist das alles? Ich weiß nicht, ob ich mir das recht ausgedeutet habe, aber mir war so, als hätten wir deine Augen verheißen. Dass du mir noch ein Puzzle geben darfst. Vor die Leute hast du dich ja nicht traut. Es war nur wegen dir. Leonhard, wie oft solltest du denn noch sagen? Wir zwei gehören zusammen. Auch vor die Leute. Ich kann es nicht glauben, dass wir zwei zusammen gehören. Leonhard, ich vertraue dir. Du bist der Erste und der Einzige. Aber gell, den Tag, wo ich es zu bereuen hätte, dass ich dich für besser gehalten habe als wir alle anderen. Leonhard, sag's, dass ich dich nie erleben werde. Agnes, ich will dich gewiss meiner Lebtag auf hinten drum. Ich geb dich nicht mehr frei. Jetzt bist du bei Wein. Im Rostall hat alles seine Richtigkeit. Dann kann ich mich auch in mein Bettstatt legen und die Fleh beim Husten zuhören. Ja, da schlaft man so gut eh dabei. Ja, grüßt sind's, du bist ja auch noch auf. Hast wohl deinen Schatz heimgebracht, hä? Geh, red doch nicht so saut um dich her und leg dich lieber in dein Bett. Ach, so pressiert's jetzt auch nicht. Weißt, wenn ich die sehe, dann sticht mich gleich wieder der Hofer. Aube, hast du mir vielleicht wieder was ins Bett gelegt, ha? Nein. Nein, weißt, der Gorsbock, der schlaft lieber in seinem Stall. Also, dass du dich nicht schamst, sag einmal. Nicht für ungut, grüßt sind's. Aber das musst du doch zugeben, das war ein schöner Feierabend heute. Und die Bayerin habe ich noch nie so lustig gesehen. Ja, ja, der heilige Leonhard ist halt nicht bloß der Schutzpatron fürs Viech, der kuriert auch die Weiber. Sapralott! So ein unheiliges Gerät, glaubst du das? Wieso denn? Ich sag immer nur die Wahrheit. Und was ich nicht weiß, das ist der Rot oder der Lusi. Bei der Bayerin habe ich es auch daran und hast mir es nicht glauben wollen. Das muss sie erst aufweisen, ob das seine Richtigkeit hat mit denen zwei, gell? Ja. Noch sind sie nicht aufgeboten. Aber ich glaube, dass der ledige Hof bald nicht mehr ledig sein wird. Ja, aber Christus, du musst dich vielleicht auch gut halten mit dem Leonhard. Ha?
Sonst ist nichts mit dem Ausdruck, Stüber. Stark bist, glaubst du das? Schau, ich mein das doch bloß gut. Wenn du nix nutziger Tropf bist, kenn ich schon. Ja. Wenn's ein Tratzer, der Kerl, ein Tratzer. Okay, da tust du mir jetzt Unrecht. Ich mein's ehrlich mit dir. Ja, wer's glaubt, wird selig. Schau, wenn du nicht mehr da warst, dann hätte ich niemand mehr zum Tratzen. Das weiß ich schon. Ich brauch dich doch, Christens, für meine alten Tag zum Buckelkratzen. Also sag einmal! Musst denn du immer deine Witz machen mit mir? Jetzt geh einmal da rein. Gehst du noch nicht ins Bett? Nein, ich halt da heraußen Nachtwache. Oh, und wenn einer auf die Idee kommen sollte, bei der Agnes ans Kammerfenster zu kommen, dann bin ich da. Ja. Da wird dann der Appetit gleich vergehen, gell? Ja, das glaube ich. Aber an deiner Stelle gehen die doch lieber ins Bett. So? Und warum? Ja, stell dir vor, du holst da heraußen Nachtwache. Wenn aber derjenige, den du da meinst, wenn der auf die Idee kam und bei der Bayerin an der Kammertür klopfen, dann hockst du ganz umsonst da heraus. Also frech wird er noch da keiner sein, oder? Da muss er sofort ins Haus. Ja, ja. Gottes Willen. Ja, ja. Geh mal zu, alte Brumsumsel. Und spitz deine Ohren. Die grässt jetzt hier ins Haus und die Bayerin dazu. Die schaut sich grad um. Aber die Lieb, die ist stumm. Also geht's mal weiter da. Los, auf geht's. Auf die Nacht nicht ins Bett gehen und am nächsten Tag dann ein blöde Lätschen hitzen. Du jetzt einmal das Bett ausklopfen und euch hat doch der Großknecht bestimmt der Arbeit am Angerbichl angeschafft. Hörst du das? Die weiß besser, wer bei uns zum Anschlafen hat. Die hat sich schon umgestellt. Also der Kaffee von der Crescenz, der wiegt auch keine Duden auf. Naja, am gewöhnlichen Werktag gibt's halt keinen Bohnen Kaffee. Mhm, aber gar so viel Zigarre hätt's jetzt auch nicht neu da brauchen. Ja, freilich. Sollen wir das pure Wasser saufen? Hoffentlich bloß dir der neue Bauer am frischen Wind in ihr Hexenkuchen. Oh, schau mal. Wen meinst du jetzt da? Stellst du so dumm oder bist du es wirklich? Ich bin bloß müde. Mhm. Es kommt von Zigarre. Hast jetzt du vorhin einen Leonhard gemeint? Oh, mein Lies. Wenn ich dich so anschaue, dann fällt mir immer ein Bibelwort ein. Ja. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, so ein frecher Kerl. Na wart, ich werde die Kleine runterhauen, aber nicht bloß im Geiste. Da was auf, da was auf. Nein. Hey, 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 hey. Ach so, was ist denn da los? Da geht's ja schon lustig zu in aller Früh. Ah, grüßt's. Bist du auch so gut aufgelegt? Ha? Hätte ich gar nicht so, wie ich aufgelegt bin. Gell? Wenn ich dich sehe, na, vergeht mir sowieso der Humor. Okay, was ist dir denn übers Leberl gelaufen? Hast du einen Liebeskummer? Ach, red doch nicht so saut um der Herr! Okay, Christian, sie kennen dich doch. Dir ist heute schon was gegen den Strich gegangen. Okay, komm da. Gib noch mal. Was denn? Dein Gemütsbarometer steht direkt auf Sturm. Hast du ja direkt einen Schaumkamm auf deiner Krone. Was? Ja, also, das war bildlich gemeint, wie der Herr Pfarrer sagt. Jawohl, am Herrn Pfarrer muss man sagen, was da auf dem Hof für Sodom und Gomorra herrscht. Oh. Ach, jetzt hör halt auf. Die Zürde kann doch nichts dafür, wenn sie zwei junge Leute gern haben. Stark bist! Also sehen Sie, halt gefällst mir. Warum? Weil du einen Grant hast, wie eine drogende Katze. Also sag einmal! Musst du mich mal ärgern? Erzähl's, bist du recht fleißig? Werde ich schon müssen. Jesus, na, du schaust ja drei wie acht Tage Regen wieder. Schau doch, was wir heute für einen schönen Tag haben. Vom schönen Wetter allein wird man auch nicht selig. Na! Auwe. Ja, was hat's denn? Ich glaub, die fliegenden Hitzen. Okay, da ist doch schon drüber hinaus. Ja, was weiß man. Vielleicht hat's aber auch die Spinneritis. Ich werde mal auf jeden Fall im Doktorbuch nachschauen. Die zwei, die tratzen sie gern. Sonst wird's so granzig sein, unser Zins. Und ich mein grad, heute müssten alle Leute singen. Ja, ich war auch lieber für singen, aber zuerst kommt Arbeit. Leonhard,
Ja, ist das so, als wären wir immer schon beieinander gewesen. Ganz seltsam kommt's mir vor, bis du jetzt ein Zehnhaus musst. Viech warten schon auf mich. Das höchste Zeit zum Nietzhausen. Ja, dann geh nur zu. Und komm wieder gut heim. Vierte Gott, Agnes. Vierte Leonhard. Ach, wie heut alles freundlich ist. Heut kann ich die ganze Welt umarmen. Platz sind's. Also, jetzt fürchte ich mich voll bald vor dir. Du schaust ja drei wie eine Kuh, wenn's donnert. Ich hab noch keine Kuh gesehen, wenn's donnert. Heute komm ich nichts aus der Ruhe bringen. Nicht einmal der Grand von der Christzins. Ja, grüß dich Gott, Liebsmause. Vetter, du schon in aller Frühe bei mir? Ja, gell, der Schatz. Kommt der Berg nicht zum Propheten, kommt der Humbauer zu seinem Dasein. Was hast denn heute gar so Wichtiges? Gibt's eine neue Abgabe, weil du in aller Früh gleich selber kommst? Mit der Abgabe kannst du gar nichts Unrecht haben. Aber betrifft nicht dich. Geht mehr dein Großknecht um. Was? Ein Leonhard? Nein, ein Leonhard. Aber das sag ich dir lieber unter vier Augen. Schick einmal die Bestsens weg. Die hört nichts da hinten. Ja, aber mich stört das Bettenklopfer. Übrigens hätte ich ganz gut, wenn's nichts hören soll. Da werden ihre Ohrwascheln gleich mal zu Elefantenohrwascheln. Also gut, wenn's du meinst. Christens! Ja? Ich hab mein Schürzen in der Kammer vergessen. Sei so gut und hol mir's runter. Bin gleich fertig. Bayerin hat nicht gefragt, wann du fertig bist. Hol die Schürzen aber geschwind. Ja, geh ja schon. So wie ich nicht wüsst. Was jetzt kommt. Also, was ist mit dem Leonhard? Ein Scheinheiliger ist er. Ganz ein Scheinheiliger. Vor dem musst du deine Mägde in Acht nehmen. Sonst hat es was mit dem Alimente zahlen. Der zahlt nämlich nicht gern. Der ledige Herr Kindsvater mit dem Namen Trübner Leonhard. Was soll das heißen? Willst du mir einen Menschen schlecht machen, von dem du weißt, dass er mir nachsteht? So, er steht da nah. Ja, ja, da hab ich auch schon was leiten gehört davon. Aber da, lies einmal den Brief. Den hat mir der Herr Pfarrer von der Kammleitnerin aus Röhrmosen übergeben. Was ist mit dir? Ich kenn's nicht. Na ja, lies ihn. Vielleicht geht da dann ein Licht über deinen Leonhard auf. Na ja, Kinder in die Welt setzen ist freilich leichter. Aber wenn es dann ums Zeugen geht, dann wollen sie nichts mehr davon wissen. Die ledigen Herren Väter. Aber so kennt man es ja. Um Gottes Willen. Das kann doch nicht wahr sein. Und? Was sagst du zu dem Brief? Hast du ihn schon vollends gelesen? Nein, das kann nicht wahr sein. Die müssen sich geirrt haben, im Namen geirrt haben. Ich glaub das nicht. Ja, geht zu. Der Trübner Leonhard kommt doch aus, wie er muss. Ja, da kannst doch gar keinen Zweifel nicht geben. Mein Gott. Wenn ich das nur gerade früher gewusst hätte. Ja, darum wollte ich dich ja gestern rufen lassen. Was, du hast das gewusst? Gestern schon gewusst und bist nicht selber gekommen? Ja, ja, weißt, ich hab mich gestern nicht gut weg können von daheim. Wir haben doch Erntetanz gehabt. Ja, weißt, halt du rüber gekommen. Christens! Was tust du denn jetzt? Rehrmoos liegt über den See. Einspannen lass. Fast aufs Feld? Bekümmert dich nicht und lass einspannen. Ein Knecht sollte mir die Kammleitnerin herfahren. Ledige Hof. Ganz schön. Dumm,
Die Bernhoferin hat doch bitten lassen. Ja, dann, ich warte bei einem Wunsch auf euch. Glaubst du das? Jesus, ihr seid schon da? Grüß Gott, mein Hand. Grüß Gott. Nein, ihr müsst entschuldigen. Grüß Gott. Aber ich hab grad bei meinen Dienstleuten am Feld nachgeschaut. Alle sind draußen bei der Ernte, drum war keiner da. Ich bin die Bernhoferin. Du bist also die Bärin vom ledigen Hof. Ja, so eine Ehre. Bernhoferin, und ihr bittet uns auf euren Hof und lasst uns gleich mit dem Geiwagerl abholen? Ins Klohäusler. Ich hab mit euch zum Reden. Euer Kind habt's nicht dabei. Nein, den haben wir nicht dabei, den Balk, den Kleinen. So, wer hat denn den? Ja, mein, den ziehen die Gräser den ganzen Tag im Dorf umeinander. Wie die Katze ihre Jungs ziehen sie oft daher. Ja. Und die Pflege? Ja, da braucht's nicht viel Pflege. Der verdirbt das auch nicht. Du musst nicht so reden, Mutter. Das Kind kann doch nichts dafür, dass es auf der Welt ist. Ja, das Kind kann freilich nichts dafür. Aber der Lump! Der Trübner Leonhard steht bei mir im Dienst. Wisst ihr davon? Therese, was sagst du? Was geht denn dir mir an? Ein dummes Geschwätz! Die Bayern weiß doch scheint von der Sache. Was willst du denn da leugnen? Ja, hoffentlich hat der Kleine jetzt ein Gewissen. Das war nicht mit deinem Glück. Wenn man es nimmt. Also. Du warst am Leonhard sein Schatz. War nicht der Erste und gewiss auch nicht der Letzte. Mutter, jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Ich fange da? Hättest du nicht mit ihm was angefangen? Bernhoferin, musst nimmer fragen nach der Geschichte. Sonst hab ich daheim keine gute Stunde mehr. Ja, aber sag, warum lasst sie uns mit dem Wagen abholen und zu euch auf den Hof bringen? Weil ich einen Grund hab. Nehmt doch Platz. Dankeschön. Dankeschön. Seid ihr also ganz auseinander, du und der Leonhard? Ganz und gar. Er will von mir nichts wissen und ich von ihm nichts hören. Dirndl, sei gescheit. Er steht bei mir im Dienst und er stellt sich nicht schlecht dabei. Ich kann da gutes Wort einlegen bei ihm und ihm ins Gewissen reden. Aber ich müsste dich halt erst einmal näher kennenlernen, damit ich auch weiß, ob ich was Gutes tue. Oh, ein echter Bohnenkaffee. Ja, Bayerin, da tatst du ein gutes Werk. Na, Bayerin, lass. Heb's keine Erde damit auf. Du nahmst ihn nicht? Und wenn er gleich selber kann? Er kommt nicht, Bayerin. Ach so? Dann gut ist also viel ausgemacht. Dann weißt du ja warum und hast dir einen Grund gegeben. Du sagst nichts drauf. Kannst mir keine Antwort geben oder willst nicht? Jetzt red. Ich möchte mal wissen, was euch zusammengeführt und was euch auseinandergebracht hat. Aber was bekümmert die das? Muss ich dir beicht sitzen, weil es dein Knecht nicht tut? Ja, ich glaub gar, er steht dir näher wie mir. Sag mal, Kleines, bist du narrisch? Die Bayerin wird sich wieder so ein Knecht abgeben. Nur dazu wieder so ein Horderlumpen. Ihr macht's ihn schlechter, wie er ist. Nein, Bayerin, gewiss nicht. Das ist schon ein Lump, darfst du was glauben? Ja, wie hat das ihr denn gemacht? Gerade verliert da und schön da. Und das dumme Ding hat's glatt, bis es in den Schand gebracht hat. Mutter, ich bitte. Das Himmelreich, gerade das Himmelreich verschworen, von lauter Liebe. Und so viel dreiherzig, dass man ihm seit ihren Jahren nicht ankennt. Mutter, was redst denn? Was weißt denn du? Ach, nee, ich werde es wissen. Man weiß doch nicht zuhören bei sowas. Also, er hat dir das nämlich gesagt. Das Gleiche. Was? Nix. Jetzt hast du die verloren, Bayerin. Er ist dir also doch nicht ganz gleich. Ja. Warum hättest du uns sonst hergestellt, um mich auszufragen, was uns auseinandergebracht hat? Wer hat dir gesagt, dass er der Vater von meinem Kind ist? Ja, ja, hat dich nicht deine Mutter über euren Pfarrer an unserem Pfarrer geschrieben, dass man ihm die Alimente vom Lohn abziehen soll? Mutter, das hast du mir auch da? Ja, weil er sonst nicht zahlt, denn er lumpt der gut schlecht. Ja, aber warum hast du es denn nicht sein lassen, Mutter? Ich will doch nichts von ihm. Oh, Freili, das Geld wirst du hinten lassen, wo man sowieso einen Jägenkreuzer braucht. Man merkt man schon, sie war die Bayerin von ledigen Hof. Der ledige Hof ist ihm wohl schon bestimmt. Und die Bayerin als Dreingab. Ich nehm den Leonhard nicht. Möchten gar nicht mehr. Jetzt wo ich weiß, was er für einer ist. Gern um. Und was einer sagt und schwört, das muss von Bestand sein. Und nur einer einzigen geschworen. So hab ich gemeint. Hast du gemeint? Ich hab ihm schon abgeschworen. Jetzt wo ich weiß, dass er ums Lügen so leicht ankommt. Da kommen die Dienstboten. Ich will nicht, dass die von der Geschichte was mitbringen. Ich bringe euch zum Wagen, ihr könnt's wieder fahren. Dankeschön, Bärin. Dankeschön.
Und gell, ich kann mich drauf verlassen, dass du die Sache kriegst. Ja, kannst dich schon drauf verlassen. Auf ihr, gell? Ja, auf ihr. Ja, wir legen dich schon aus. Ja, das werden wir ausregen. Gott sei Dank ist die schönste Zeit. Aha. Ups, es glaubt oder nicht, ich kenne einen, der beißt um einen Taler einen lebendigen Maus am Kopf ab. Mich um Saubier! Erst den auf, wo es gleich Brotzeit gibt. Weil, wenn das Grausen kommt, dann gib mir dein Teil. Ich zwing schon noch. Dabei hat er beim Hänger draußen mein halber die Brotzeit schon zusammengefressen. Ja, da hast recht, Hirs. Der Michel ist ein richtiger Vielfraß. Ja. Ich möchte bloß wissen, wo der das alles hin tut. So, Lies, jetzt schon her, bring mal einen frischen Most. So, die anderen hockt euch hin. Dass wieder an die Arbeit kommt. Also gar so pressieren wir uns jetzt auch nicht, meine. Das lasst ihr doch ein bisschen Zeit sehen. Zeit lassen. Dass du noch mehr ansetzen kannst. Was? Ich bin noch lange nicht fertig. Ja. Ah, weißt du, weil der Hirs und Lies, die haben nach der Mausgeschichte keinen Appetit mehr. Okay, ja. Und bloß, dass nichts übrig bleibt, putz es zusammen. Okay? Also her, wenn ich mich flog. Jetzt halt einmal dein Suppenloch und schau, dass du fertig wirst. Vor lauter Tropf. Ja, sag einmal, nicht einmal in Ruhe Brotzeit dürfen wir machen. Da was pressiert's dir denn noch so? Da schau um mich. Über den See zieht's eh schon wieder zusammen. Das war ganz schwarz, kommt's daher, schaut's ihn auf. Sakra, das gefällt mir gar nicht. Vom Osten zieht's daher. Oh je. Mein Lieber, das bedeutet nichts Gutes. Oh, dann bleiben wir da und essen wir weiter. Hoffentlich hagelt's nicht, weil der Himmel gar so schwer für Geld ist. Ah, nichts kommt. Das Wetter verzirkt sie wieder. Ja, und ihr verzirkt euch nachher auch, gell? Ja. Ich hol jetzt einmal schnell meine Wäsche rein. Und wenn ich wiederkomme, dann möchte ich keinen von euch da mehr sehen, gell? Ja. Sonst sag ich's einem Großknecht. Wir werden nachher die Wadel schon für ihn richten. Tja, sieh schon gut. Zum Leid treibt der Wadl ja recht, der Leonhard. Schade, dass die Kressenz kein Mauskäpferl hat. Ich hätte sie abbissen wie eine Katz und nicht einmal was verlangt dafür. Ich meine, wir bleiben doch lieber da. Ja. Wird nicht mehr lang dauern, bis wieder da ist. Ja, nur dazu, wo du es wieder so scheichst, gell? Ja, so wie du da arbeitest. Ich würde sagen, für heute ist Feierabend. Hm? Recht hast. Die Katze ist aus dem Haus. Jetzt haben die meist gehört da. Hier, wie schaut's aus? Soll ich mein Zirkel und dann singen wir eins? Nein, ich bin heute nicht recht aufgeregt. Okay. Nein, weißt du, mir geht was im Kopf um. Etwa Gott liebt zur Kresszenz. Kann schon sein. Also, was ist jetzt? Soll ich einen singen? Nein, lass gut sein. Freile, auf geht's! Wenn's wieder daherkommt, ist Arbeit vorbei. Wir machen jetzt Brotzeit und trinken einen Wein. Holla di via, holla di o, holla di via, holla di o. Hoppla, da geht's ja lustig zu, heute am Werktag. Es war schon Feierabend. Ja. Wenn's finster wird, ist Feierabend. Da schau halt auf, Großknecht. Ja, wieder zieht sie zusammen über den See. Schaut's lieber zu, sonst zieht sie da noch wieder zusammen. Viel Schnitz müssen eingeholt werden. Wenn's wieder kommt, sonst sind's hier. Ja, du wärst doch nicht meiner, dass ich bei dir schwarzen Brüder nur einen Sehen ausfahre. Nein, mein Lieber. Du, das steht im kein Dienstbüchel drin, dass ich wegen ein paar so zerlumpte Fische jetzt das saufen muss. Recht hast mich. Ich darf auch nicht rausfahren. Mir ist mein Jungs Leben lieber. Jungs Leben, sagt er. Wie alt bist denn jetzt? Ja, so an die 70. Mhm. Aber 90 möchte ich werden. Ja. Das haben wir schon auch vorgenommen. Okay. Wenn mich der Herr Großknecht noch ein wenig einen Schnaufer lässt. Jetzt red's nicht so dumm daher, die Leads müssen heute noch eingeholt werden. War ja Krach, was sagen die Bauern, wenn's die werden? Du bist doch nicht der Bauer, dass die fragen muss. Was soll denn das tun mit Schwatz? Red du nicht so voll laut daher, sonst kracht's. Hat schon kracht. Auf geht's, viel Schnitz einholen. Ich geh nicht, Großknecht. Und keiner geht von uns. Nein, wird der keiner rausfahren am See bei dem wieder. Jesus Maria, jetzt hat's ganz in der Nähe eingeschlagen. Gib's lieber ins Haus. Ja, wird das Gescheitste sein. Sagt's einmal, das darf doch nicht wahr sein. Grüß dich, Agnes. Agnes, was hast du denn? Soll ich den haben? Was ist denn mit dir? Hast du mal was zum sagen?
Ich meine eher, du hättest mir was zum Sagen. Ja, da hast recht. Dir muss ich gerade viel sagen. Dann sag's und verschweig mir's nicht. Du kannst dir auch doch nicht verheimlichen. Schau, die Augen kannst du mir so sehen, wie gern, dass ich die hab. Lauter Liebs könnte ich dir sagen. Lauter Liebs? Was wollen sie vom anderen gern hört und was man bloß einer sagen kann, die man narrisch gern hat. Bloß zu einer? Ja, Agnes, gewiss, so könnte mich keiner anderen reden. Du kannst ja wirklich recht lieb und treuherzig schwatzen. Mit dir redet es freilich leicht. Ja. Gerade wie mit einer anderen. So rede ich mit keiner anderen. Leonhard, was für eine Strafe soll draufstehen, wenn du gelungen hast? Sollte der Tod draufstehen? Was sündig dich nicht? Geh ins Gewissen und sag mir die Wahrheit. Dass ich dich gern hab. Das ist wohl. Ja, auch viel Leid, keine Falschheit. Es war jemand da aus Riamos. Aus Riamos? Ist da wohl nicht recht? Du hast bloß erfragt über mich. Sag's, ich muss wissen. Geil, Leonhard, du warst nie falsch gegen mich. Hast mir nie einen Himmel verschworen vor lauter Lieb. Ich bin die Erste und die Einzige. Hast nie eine andere gern gehabt. Der Tod soll drauf stehen, wenn's anders war. Das ist aber anders. Ich war vor Blindheit geschlagen. Das ist meine Schuld. Agnes, so lass dir doch sagen. Ich wüsste nicht, was uns mir noch zum Sagen hätten. Gestern hätt's drehen müssen. Heute steht die Lug schon zwischen uns. Wer ein Dirn mit einem ledigen Kind sitzen lässt und sich dann wegleugnen möchte, der muss, der kann nicht ehrlich sein, möchte weiter unter anständige Leute leben. So einen Menschen kann ich aber nicht um mich haben. Nicht als Mann und nicht einmal als Knecht. Und darum ist mir lieber, du gehst. Agnes! Bärin! Ja, was schreist denn so? Hast du mich Dienstboten da nicht hingeschickt? Ich meine nur dabei, wir dürfen heute noch einen Wettersegen wetten. Ja, bett's ja noch. Ich hab was anderes zu tun. Was denn? Ich muss auf den See aus. Fisch nicht einholen. Um Gottes Willen, Leonhard! Das kann doch dein Ort sein! Bayerin, schnell! Der Leonhard! Was ist mit dem Leonhard? Am See ist er raus. Was, der Leonhard am See? Ja, Fisch nicht einholen. Bei dem Wetter. Ist das, was fällt in dem Ei? Wann ist er denn schon weg? Nur nicht lang her. Aber ein Gesicht hat er gemacht, wenn er nicht ganz richtig war im Kopf. Das geht mir gerade noch ab, weil er so ein narrischer Kampf ist, wie ein narrischer. Ja, hey, hey, wohin bin ich wieder? Bürgermeister. Jawohl, ich und der Herr Pfarrer. Gelobt sei Jesus Christus, wenn's nichts dagegen habt. Oh, Amen, dass ihr euch ausvertraut bei dem Wetter. Ja, mei, was sein muss, muss sein. Grüß Sie, was ist jetzt? Bleibt der Großknecht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich lasse mir es nicht nehmen, es hat was gegeben. Ja, muss er gehen. Also, wenn er wiederkommt, dann meine ich, bis aus die Geschichte zwischen den zwei. Wiederkommt? Wo ist er denn jetzt? Am See ist er aus. Am See? Bei dem Wetter? Ist er noch nicht da? Vetter, du? Na, gell, da schaust. Na ja, ich und der Herr Pfarrer. Grüß dich Gott, Agnes. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja, wir trauen uns raus bei so einem Wetter. Ja, wirst du uns ja unterstehen lassen, wenn's zum Ringer kommt. Ja, bleibt's nur da und wart's, bis vorbei ist. Ja, Herr Pfarrer, was ist jetzt mit dir? In der Ruhe liegt die Kraft. Was ist, Bayerin? Sitzt nicht ein bisschen her zu uns? Die Christin soll euch einen Schnaps bringen. Ja, wegen dem Schnaps ist uns nicht. Den haben wir selber dabei. Ja, aber ihr müsst den unseren schon auch noch probieren. Ja, jetzt sitzt gleich hier, ich komm dann gleich zu euch. Basei, Borg, ich hätte ein Wort mit dir zu machen. Muss denn das heute sein, Vetter? Ja, ob heute oder morgen, es muss einmal ausgesprochen sein. Schau, was ich dir schon immer sagen wollte, indem das in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Was denn? Fürchst du dich vom Wetter? Nimm es nicht übel, wenn ich dir sage, der ledige Hof braucht einen Bauern. Ja, so kann es nicht mehr weitergehen bei euch. Ja, die Leute reden ja schon. Die Leute? Über wen? Ja, über die und dein Großknecht. Wer gibt dir das Recht dazu? Ja, meint es nicht, was ist es schon selber. Du musst schauen, dass du den Burschen fortbringst, jetzt, wo das mit dem ledigen Kind offenbar worden ist. Ja. Durch wen, Vetter, frag ich? Durch wen? Ja, mei, weißt schon, sowas spricht sich geschwind rum. Ja, und der Bursch, der hat die schon genug ins Griff. Naja, und dass ich und der Herr Pfarrer heute beide sind, das hat einen besonderen Grund. Ja, den Grund, glaube ich, den kenne ich.
Aber sei mir nicht besser, Vetter. Ich hab da meine Meinung drüber schon mal gesagt. Und ich kann dir heute keine andere Antwort geben. Na, ne, ist also die Geschichte mit dem da draußen am See aller Wein und nicht aus. Was machst du denn mit dem? Leonhard! Gott sei Dank! Gott sei Dank, dir ist nichts passiert. Ein paar Minuten später hätte ich nicht mehr kommen dürfen. Gerade, dass er das Salz erwischt hat, was er zugeworfen hat. Ich will ihm schnell erdecken. Mein Leonhard! Magst du die Arten los an mir? Ich bin's bis auf die Haut. Mach grad Spaß nicht. Büschnitz, die sind daheim. Und der Karren, der treibt auf dem See. Du kannst ihn du aber auch wieder, aufziehen. Nee, da war's ja nicht gewesen, aber ich meine, Hitze um die Büschnitz. Ich zieh go, krieg das Übergewicht. Das ist ein Erdbeier. Ja, danke. Das ist ja Brun. So. Hier ist, wenn man das Seil nicht zugeworfen hätte. Nachher war's geschehen gewesen um mich. Herr Agnes, jetzt hast du ja ganz umsonst ein Gewissen gemacht. Da ist er ja wieder, dein Großknecht. Naja, Unkraut verdirbt nicht. Da reden wir auch anders mal drüber. Und jetzt für Gott. Na, überleg dir gut, was ich da gesagt hab. Du darfst ihn nicht in Verruf bringen lassen. Leonhard, schnell komm ins Haus. Mein Sohn, kannst unserem Herrgott und dem da danken, dass du noch am Leben bist. Da haben sie recht, Herr Pfarrer. Aber ich muss mich jetzt umziehen. Sonst müssen wir unseren Herrgott noch einmal belästigen. Yes. Hast mein Vater schon geredet und jetzt ihm. Das vergiss ich denn nie. Ist schon recht, Bärin. Weil wir haben gleich ganz anders wird. Wenn man einen Menschen, der am alles war, in Gefahr war und er kommt wieder zurück. Hätte leicht anders gehen können. Bayerin, was soll jetzt werden? Was werden soll, fragst? Na ja, aber bleib. Zu deinem Trost sind's. Er bleibt nicht. Er muss gehen. Aber sein Kind, das kann ja nichts dafür. Das soll auf meinem Hof aufwachsen. Bayerin, das kann doch nicht dein Ernst sein. Es ist, wie ich sag. Der ledige Hof soll ledig bleiben. Und ich damit. Aber einen Erben, den gibt's trotzdem. Kommen Sie, Herr Pfarrer. Gehen wir nur ein paar Schritte. Ja. Ja, und? Und was wird dann aus meinem Auftrag? Christens! Was ist jetzt mit eurem Großknecht? Sie wollen nichts mehr von ihrem Wissen. Gerade hat's was selber gesagt. Dann hat sich der Wind also doch noch dreht. Christens, tu mich für ja nicht anliegen, sonst holt dich der Teufel. Psst, bist nicht gleich start. Teufel, malt mir nicht an die Wand, sonst kommt er. Ja, ist schon recht, Christens. Also red. Also pass auf. Sie will ledig bleiben. Sie hat keinen Schneid mehr zum Heiraten. Aber einen Erben möchte sie trotzdem auf dem Hof haben. Und jetzt rat einmal, wer das sein soll. Ja, ist red schon. Sein lediges Kind möchte sie adoptieren. Jetzt meine ich Hochzeit. Ja, gerade hast du was gesagt. Ja, da bin schon ich auch noch da. Wenn sie schon nicht heiraten will, ja, dann fällt halt der Hof an Verwandtschaft. Und das bin ich. Aber Bürgermeister, ich hab dir alles gesagt, gell? Und du schaust jetzt wegen meinem Austrag. Ja, ich weiß schon, brauchst mit aller Weitreue erinnern. Aber das mit dem adoptierten Hoferben muss verhindert werden. Ah, red sie nur aus, hast schon recht. Ja, da musst du auch noch deinen Teil dazu beitragen. Ich? Du red ja direkt an der Wand hin. Ja, nein, vielleicht. Überlegt sie sich ja noch mit der Heiraterei. Weiberleid sein Launenhaft. Meinst du? Ein lediges Kind am ledigen Hof, das darf man gerade noch verhindern. Dann möchtest du dir einen Strich durch die Rechnung machen. Freilich. Jetzt kenne ich keine Rücksichten mehr. Mein Liebe, jetzt gehe ich zum diplomatischen Großangriff über. Und Agnes, also mich. Genau, in die Küche, ja, komm, ja, ja. Da kommst du hinten aus, dass sie keiner sieht. Gott sei Dank ist das alles gut ausgegangen. Fernhoferin. Teres, ja, das ist mir ja gerade recht, dass du noch mal zurückgekommen bist. Fernhoferin, ich hab was Wichtiges mit dir zum Reden. Müssen wir sonst der Sünden fürchten? Ich hab auch mit dir zum Reden. Komm, setzen wir uns da her. Ja, und was war das? Sei Kind, möchte ich haben. Bayerin. Er muss gehen. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Der ledige Hof soll ledig bleiben. Aber nicht ohne Erben. Ja, und da kamst du zu mir? Ich hab was zum Gutmachen an dir.
Und dann ihm. Dann vergib ihm. Und lass mir mein Kind. Was, du willst nicht? Ich darf nicht. Wer verwehrt das? Denk doch an dein Kind und sein Glück. Verzicht auf dein eigens. Bring das Opfer. Schau, auf ihrem wart der ganze Bauernhof als Erbe. Eine Mutter, die so denkt, die kann in meine Augen nicht schlecht sein. Du verlangst viel von mir. Überleg das. Steh bei mir im Dienst ein, wenn du willst. Aber lass mir sein Kind. Bäuerin, ich bin gewiss schlecht. Aber so schlecht, dass ich da ein fremdes Kind auf den Hof bringe. Als dem Leonhard seins. So schlecht bin ich nicht. Was? Der Leonhard ist nicht der Vater? Nein, ich hab mein Kind von einem anderen. Der Leonhard war nie mein Schatz. Jetzt lieg mich nicht an. Hat dir nicht deine Mutter gesagt, sie hat mit eigenen Ohren gehört, wie er dir am Kammerfenster sein Lieb geschworen hat? Das war doch der andere. Den haben aber bald drauf die Gendarme geholt. Und wie mich meine Mutter dann gefragt hat, wer der Vater ist, da hab ich in meiner Verzweiflung einen Leonhard als Vater angegeben. Ohne Grund? Nein, nicht ganz. Der Leonhard, der war allweil schon ein fescher Bursch. Ja, und an Kirchweih, da haben ihm dann ein paar schlechte Kameraden einen Schnaps ins Bier rein. Speiübel ist ihm geworden. Ja, und am Heimweg, da hab ich ihn dann gefunden, wie er im Kirchenholzer geschlafen hat. Ja, und da hab ich ihn dann heimgeführt. Und später, wie mir die Mutter halt gar keine Ruhe mehr lassen hat, zwingend der Vaterschaft, da hab ich am Leonhard eingeredet, damals im Holz, war was vorgefallen. Und das hat er geglaubt? Eben nicht. Aber die Mutter, die war ja wieder Teufel hinter ihm her. Also, Teres, dein Lieb zum Leonhard, die kann ich ja verstehen. Aber dass du für ein fremdes Kind hättest zahlen lassen, das war eine Niedertracht. Ja, ich weiß schon. Ich hab halt keinen anderen Ausweg mehr gewusst. Die Mutter, die hat er ja gar nicht mehr auslassen. Und jetzt lass mich gehen, Bäuerin. Werd glücklich mit dem Leonhard. Für gut. Mein Gott, der ist Utschen. Der Leonhard lässt fragen, ob er kommen darf. Ja, was will er denn? Tja, was wird er schon wollen? Ein Lohn und sein Dienstbier hier halt. Er hat schon alles zusammengepackt. Was, er hat schon alles zusammengepackt? Und ich hab ihm dabei geholfen, ja, dass er schneller rauskommt. Brav sind. Ja. Dann rufen wir noch gleich raus. Gut. Leonhard, kannst kommen. Bäuerin ist geschickt zum Ausstand. Bäuerin, ich bin noch soweit. Ja, Leonhard, jetzt war's soweit. Und wegen die Papiere? Ja, so. Du willst ja gehen. Ich muss. Kommst also wegen deinem Lohn? Und wegen dem Dienstbeherrn. Bist erst 8 Tage bei mir? Ich wüsste nicht, was ich da einschreiben soll. Nimm es halt so wieder mit. Wart, da steht ja ein Muster für ein Zeugnis drin. Name, Geburtstag, Dienststellung. Da müsst ihr reinschreiben, Großknecht. Und dazu schreiben, hat sich einen Tag lang eingebildet, Bauer zu werden. Dienstzeit, 8 Tage. Es ist lang nur, dass man sich zum Narren macht. Arbeitsleistung, na sagen wir, zufriedenstellend. Umsichtig, fleißig. Bleibt mir wenigstens ein gutes Wort. Weiter, persönliche Führung. Sollt ihr da vielleicht reinschreiben, er war mir treu? Er war's auch. Ich glaub's. So, Großknecht, jetzt bist du ausgestellt. Also, Bäuerin, nachher. Für die Groß. Heut, Leonhard, jetzt bist du frei. Und frei sollst du mir sagen, ob du nach allem, wie ich zu dir war, noch da bleiben willst. Bei mir. Bei dir? Als Bauer. Ja, Agnes, hast du alles vergessen? Nein, aber ich möchte es gern. Ja, und die Geschichte mit dem Kind?
War alles ein aufgelegter Betrug. Was? Jetzt auf einmal? Ja, die Therese war gerade noch mal da und hat mir alles eingestanden. Ja, sie hat die als Vater angegeben, aus Angst vor ihrer Mutter. Was? Und das, was sie dir damals weismachen wollte, war alles ein aufgelegter Betrug. Ich hab's ja immer schon gewusst, aber beweisen hab ich's nicht können. Und du hättest das für eine schlechte Ausrede gehalten. Dann glaubst du mir jetzt aber auch, dass ich die so narrisch gern habe, als wäre kein anderer Mensch auf der Welt. Mein Leonhard, ich hätte nie zweifeln dürfen an dir. Du hättest nur reden müssen. Du hast mir's doch selber verboten, wie ich reden hab wollen. Nimm's als Lehr in unsere Ehe. Ein rechts Mannsbild muss nicht gleich alles sein lassen, was ihm sein Weib verbietet. Ich werde mich danach richten. Aber übertreib's nicht. Schnell, komm doch. Pfarrerin? Ja? Der Bürgermeister und der Pfarrer sind noch mal da. Ah, das freut mich aber. Vetter, für dich und für den Herrn Pfarrer habe ich heute eine freudige Botschaft. Oh, Herr Pfarrer, ich meine, Sie hat sich doch noch mal überlegt mit dem Ledigblein. Ich nehme an, dass die Vernunft Einzug gehalten hat. Ja, da haben Sie recht, Herr Pfarrer. Ich glaube, wir feiern heute noch Verlöbnis. Oh, pass ein, schlag ein. Ein bisschen als mein Dammerl konnt's gar nicht kriegen. Ja, so, du meinst ja ein Dammerl. Wer will denn sonst? Ich mein den neuen Bauern vom ledigen Hof. Da ist er, mein Leonhard. Was? Der? Ja, Birnbaum und Hollerstauden. Grässens, du Rindwicht, du Holz. Wie kannst denn du sagen, dass alles in Ordnung ist? Dabei ist es doch alles beim Alten. Maus tot soll ich umfallen, wenn es vorher nicht anders ausgeschaut hat. Aber jetzt bleibt's ja so. Darfst du uns schon gratulieren, Vetter? Jetzt mag ich auch nicht mehr. Zuerst geht's hin und her und her und hin. Und mir geht was zusammen. Da ist doch schon zusammengegangen, was zusammengehört. Ach, von mir aus schluckt's euch oder vertragt's euch. Ah. Mir habt das letzte Mal gesehen da am Hof. Ja, das ist ein Red. Darf ich es als Hochzeitsgeschenk nehmen? Okay, rutsch mir da einen Bugel runter. Ja, komm, Herr Pfarrer, und schau, wie bei der Ochs, wenn's blitzt. Aber ich darf schon wieder kommen, gell? Wegen die Schmalznudeln. Na, jetzt geh weiter. Ja, danke. Dann mache ich halt meine Gratulation für alle Dienstboten. Glück und Segen für den ledigen Hof. Ja, ich gratuliere heute halt dann auch schön. Und nix für ungut. Ist schon recht, sind's. Und sorg dich nicht, alles bleibt beim Alten. Ja, bloß der Spitzname, meine ich, wird bald nicht mehr stimmen. Nein, den müssen wir umtaufen. Weißt du ein bisschen, Leonhard? Ja, Agnes, ich weiß einen. Der glückselige Hof. Thank you.